Und dann geht's auch schon direkt weiter bei den Säulen der Erde. Wir sind immer noch in der Küche. Und gehen mal nach Cuthbert. Mal gucken, was der zu sagen hat. Der hat seine Nominierung zum Prior abgelehnt. Wir müssen Bruder also noch wen finden. Ah, wir haben auf dich gewartet. Ich hoffe, du hast etwas von dem wunderbaren Käse mitgebracht, den ihr in St. John macht. Jein. Ja. Ich habe ihn einem der Novizen gegeben. Warum hast du das getan? Er sagte, es sei nicht leicht, Gottes Werk zu tun, wenn man Hunger hat. Der gierige Bruder Markus. Und sie kennen ihn. Du bist zu vertrauensselig, Philipp. Du wirkst bekümmert. Warum denn? Bruder Cuthbert, du wirkst bekümmert. Prior James war ein guter Mensch. Aber die Priorei ist in einem schrecklichen Zustand, Philipp. Philipp weiß das. Er war nur zu höflich, um was zu sagen. Ja, ich weiß es. Da fehlt eine Mundbewegung. Ich wollte meinen Besuch nutzen, um mit Prior James über diese Dinge zu reden. Wir sollten reich sein. Die Priorei besitzt viel Land und erhält Abgaben von vielen Pfarreien. Aber wir sind verschuldet. Unsere Novizen bestehlen uns, Philipp. Das ist nicht gut, wenn James da lange Jahre lang nichts gemacht hat. Aber was klauen die denn? Außer das Essen. Bestehlen euch? Was wir ja schon wissen. Ja, irgendjemand hat meine Schlüssel geklaut. Ach ja. Remigius behauptet, ich hätte sie verloren. Aber jemand hat sie benutzt, um den Keller zu plündern. Mehr als einmal. Heute hat auch wieder etwas gefehlt. Und wir gehen da auch noch rein. Reden wir ein andermal weiter, Bruder Cuthbert. Natürlich. Natürlich. Wir werden uns den Keller auch noch mal ein bisschen genauer ansehen, sobald wir die Schlüssel haben, die ja noch in der Kathedrale sind. Ich glaube, da gehen wir jetzt auch mal hin. So langsam haben wir uns genug umgesehen. Und Francis wartet. Haupttor der Kathedrale. Gucken wir mal, was unser Bruder zu erzählen. Nein, ich habe es gehört. Ganz sicher. Da war was. Er hat recht. Hört auf damit. Konzentriert euch. Da war es wieder. Was sehen die denn hier? Ah, wir können ja noch ein paar Sachen machen. Welch eine Verschwendung. Draußen ist heller Tag. Fast. Was war das? Ruhe. Jetzt wird gesungen. Bist du sicher, dass du was gehört hast? Ja, ich bin mir sicher. Ich kann die Kerzen auspusten. Es war nichts. Beruhigt euch und konzentriert euch. Ich mach das mal. Ja, den Stein bringe ich auch weg. Ich will das vorher noch machen. Dann mache ich das vorher. Let there be darkness. Ein neues Achievement. Na gut, ich bin mal so freundlich und bringe den Stein dahin. Dann gehen wir auf den Weg. Wieder zurück zur Brücke. Speedy Philip rennt um sein Leben. Auf das der alte Mann nicht frieren muss. Er ist immer noch da. Friert fröhlich vor sich hin. Hallo, Paul. Bruder Paul, auf ein Wort. Gib Paul den heißen Stein. Hier, Paul. Oh, autsch. Ein heißer Stein. Wie gut von dir, Philipp. Danke. Remigius sollte dir ein Feuer erlauben. Oder dich gar nicht erst hier sitzen lassen. Es macht mir nichts aus. Irgendwann wird der Winter schon enden. Ja, ob du da noch da bist, Philipp, ist die Frage. Wenn du je Probleme mit Remigius kriegen solltest, gib ihm auf jeden Fall eine Antwort.
Schweig ihn nicht an. Anschweigen? Nichts macht ihn wütender als jemand, der ihn anschweigt. Oh, ein Dann gerät er völlig aus der Fassung. So etwas gehört sich eigentlich nicht für einen Subprior. Geschweige denn für einen Prior. Was sagtest du nochmal über Remigius' Schwäche? Nichts macht ihn wütender als jemand, der ihn anschweigt. Sowas gebührt sich eigentlich. Das kennen wir jetzt. Ich muss jetzt gehen, Bruder Paul. So, ja, Orlo zufrieden. Der alte Mann hat seinen Stein bekommen und wir haben einen Tipp erhalten. Die Frage ist, wollen wir, dass Remigius irgendwann durchdreht oder wollen wir das vermeiden? Das müssen wir noch herausfinden. Beides könnte uns nützlich sein. Vielleicht, um ihn irgendwann dazu bringen, sich zu verplappern. Merken wir es uns also. Und gehen wieder in die Kathedrale. Jetzt haben wir auch kein Inventar mehr. Service für Ältere. Nein. Ich habe es gehört. Ganz ja, sicher. Du hörst die ganze Zeit irgendwas. Da war was. Er hat recht. Hört auf damit. Kreuzweg Konzentriert Kenner. Euch. Da war es wieder. Kontor und sein Chor. Chor wirkt unaufmerksam. Kontor blickt mürrisch drein. Jetzt wird gesungen. Reden wir mit ihnen. Was ist los, Bruder? Sie wollen nicht singen. Es ist Adolphus. Da war gar nichts. Glaub mir. Ach, die sehen Ich habe es gehört. Ein Heulen aus der Krypta. Ich glaube, ich habe es auch gehört. Ist da jemand? Nein. Vielleicht ihr James. Irrt euch. Es klang wie eine Peitsche. Als Geißler sich. Das Ende aller Tage ist gekommen. Bruder Philipp, bitte. Beweise ihnen, dass da unten nichts und niemand ist. Dann gehe ich da gleich runter. Bist du sicher, dass du was gehört hast? Dann gucken wir das mal an. Ja, ich bin mir sicher. Es war nichts. Beruhigt Gruft euch. Gruft des heiligen Adolphus. Gehen wir doch mal eben nach unten. Facepalm? Warum Facepalm? Erkläre dich. Verschlossen. Da brauche ich wohl erst Schlüssel. Ich glaube, da war es wieder. Adolphus. Kantor ist. Top. Adolphus. Ruhe. Kantor, was ist... Ach so. Weil der Kantor natürlich der Held hier ist. Naja. Wir gehen mal erstmal so spannend. Sagte, er habe die Schlüssel der hier. Ist ja leicht zu finden, da hinten in der Mauer. Und wir haben den sie Schlüssel. Waren da drin. Ich hab sie. Sehr gut. Mit Cuthberts Schlüsselbund kann man die meisten Türen dieser Priorei öffnen. Dieser Bruder Markus hat tatsächlich Cuthberts Schlüsselbund gestohlen. Altar. Vater, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Nein. Weiter geht's nicht. Ich habe es gehört. Ganz sicher. Da war was. So, können wir kurz beten. Recht. Vater, hört auf damit. Konzentriert euch. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Was war das? Ja, es geht auch noch weiter. Und führe uns nicht in Jetzt Versuchung, wird gesungen. Sondern erlöse sicher, uns von dem Bösen. Ja, ich bin mir sicher. Und? Amen. Es war nicht. Da fehlt doch immer noch was. Beruhigt euch und konzentriert euch. Kathedra, der Thron des Bischofs, residiert weit weg von Kingsbridge. Bischof kommt nur an Festtagen hierher. Die Kathedra. Ich kann dort nicht Platz nehmen. Sollst du auch gar nicht. Du sollst mit Francis reden. Oder gehen wir erst zur Treppe? Wir gehen erst zur Treppe. Nein, die Treppe geht nicht. Die ist zu. Adolphus. Dann reden wir mit Francis. Adolphus. Ich bin froh, dich zu sehen. Ich bin froh, dich zu sehen, kleiner Bruder. Es ist auch schön, dich zu sehen, Philipp. Dein Haar fängt an, grau zu werden. Deins noch nicht. Zumindest in diesem Punkt bin ich dir einen kühnen Schritt voraus. Du warst immer kühn. Du gestehst es dir nur nicht ein. Francis, warum
Warum bist du hier? König Heinrich ist tot. Ich weiß. Die Nachricht traf kurz vor meiner Abreise in St. John ein. Erst der König und nun Prior James. Schwierige Zeiten. Gott hat einen Plan, der Teufel ist nach Kingsbridge gekommen. Nein, Gott hat einen Plan. Immer positiv. Gott hat einen Plan. Das weiß ich, aber König Heinrichs Tod hat in der Politik für gewaltigen Aufruhr gesorgt. Dunkle Zeiten stehen bevor. Es wird Krieg geben. Es wird Krieg geben. Friends und Notizen, Rivalität um den Thron Teil 1. Untersuchen. Francis Notizen über den verstorbenen König Heinrich, Kaiserin Mathilde. Warum springst du nach unten? Hä? Scrollbalken, was tust du? Kaiserin Mathilde und König Stefan, Teil 1 von 1, 1. Januar, nee, Teil 1 vom 1. Januar 1136. Viele Jahre wurde König Heinrich ein Thronfolger verwehrt. Einige seiner Verwandten sind 1120 ertrunken auf einer Reise, den englischen Kanal zu überqueren. Letztendlich gebar seine Tochter Mathilde einen Sohn. Es war Heinrichs letzter Wunsch, dass sein Enkel seine Regentschaft als Heinrich II. Fortsetzen würde, sobald er eines fähigen Alters sei. Bis zu diesem Tage sollte seine Mutter, die Tochter des Königs, das Land stellvertretend regieren. Obgleich sie die rechtmäßige Erbin des Throns ist, ist Kaiserin Mathilde unbeliebt. Der Grund ist ihr Ehebruch zu Geoffrey von Anjou, ein Dorn im Auge unserer normannischen Oberherren. Die Grafschaft Anjou und das Herzogtum Normandie sind seit schon langer Zeit rivalisierende Gebiete. Eine Rivalität, die androht, zu einem Krieg auszubrechen, der hier vor Ort ausgetragen wird in England. Mathildes Cousin Stefan von Blois ist bereits aus der Normandie über den Kanal angereist und hat den Thron gewaltsam an sich gerissen. Ah, dann ist das ja französisch, dann müsste das ja Blois? Louis oder irgendwie so Louis? Wahrscheinlich Louis heißen. Das ist der stille I, das nicht der stille I, sag ich schon, das gedroppte S quasi. Frage, wie man helfen kann, misch dich nicht ein. Wir wollen helfen. Wenn wir nur das ganze Leid lindern könnten. Vielleicht können wir das. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Sondern? Ich soll nach einem Boten meines Herrn, Graf Robert, Ausschau halten. Hier? In Kingsbridge? Es heißt, er sei vor 2 Wochen nach Kingsbridge aufgebrochen. Der Ritter trug ein geheimes Dokument bei sich, das den Lauf der Geschichte verändern könnte. Die Menschen vertrauen dir. Vielleicht wissen die Mönche hier etwas. Wir werden ihn finden. Ach ja, noch eins. Niemand darf wissen, warum wir nach dem Ritter suchen. Dann werden wir es als Geheimnis wahren. Wer weiß, was über den vermissten Ritter, den Francis, erwähnte. Nehmen wir es mit. Ruhe! Finde den vermissten Ritter. Da. Ich habe es gehört. Ist die Kleine reingekommen? Tja, dann bringen Sie mal schnell weg. Vielleicht können wir jetzt hier unten aufmachen. Wir können. Sehr gut. So, was haben wir denn hier unten? Dunkelheit. Kann nichts sehen. Wenn ich warte, wird es besser. Ein Gefühl, als würde ich beobachtet. Schauen wir mal, was wir hier finden. Ist hier unten jemand? Kein Grund, sich zu fürchten. Wir hätten ja auch eine der Kerzen mitnehmen können, ne? Nichts. Nichts ist nicht gerade sehr aufschlussreich. Diese alten Kathedralen machen manchmal seltsame Geräusche. Nichts. Ich dachte es mir. Da ist nichts. Irgendwo finden wir doch bestimmt was. Sarkophag. Selbst wenn es Adolphus ist, er ist uns wohlgesonnen. Das sagst du. Nichts hier. Möge er in Frieden ruhen. Nichts zu sehen oder zu hören. Öffnen können wir ihn auch nicht. Die sterblichen Überreste des heiligen Adolphus, einer der 49 Märtyrer von Cordoba.
liegt und wartet bis zum Tag des jüngsten Gerichts. Dann gucken wir mal weiter. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Nein, niemand. Da ist keiner. Die Ecke wurde nicht heller. Dann haben wir... Hallo? Da war was. Das klang aber eher nach einem Vogel oder so. Was ist das? Was ist das? Das ist wahrscheinlich nur irgendein Vogel. Was ist das? Von der Größe eines Kindes. Aber es flog. Man nennt es Vogel, vielleicht? Was ist das? Es ist von der Größe eines Kindes. Ein großer Vogel. Hallo? Wow, shocking. Das war eine Eule. Eine Eule? Nur eine Eule. Ach, das wird den Chor sicher beruhigen. Ich sollte Ihnen das erzählen. Oh, was machst du hier, Eule? Nur eine Eule, sie starrt mich an. Wie kam sie hier rein? Das ist die große Frage. Die Brüder haben also doch etwas gehört. Aber warum ist hier unten eine Eule? Ist da noch mehr? Nö, irgendwie nicht. Das war jetzt ja unerfreulich. Was war das? Jetzt wird gesungen. Nein, ich sage erst, dass es eine Eule war. Kein Grund zur Beunruhigung, Brüder. Adolphus ruht in Frieden. Es war nur eine Eule. Ich hab dir doch gesagt, da war nichts. Gott segne dich, Bruder Philipp. Ich wusste, dass ich was gehört habe. Jetzt seid still. Konzentriert euch und... singt. Sehr schön. Weitermachen. Gehen wir jetzt am besten hin. Wir gehen mal, glaube ich, in die Küche gucken. Ach, da ist ein Weihwasserbecken, gar nicht gesehen. Fast leer. Unachtsamkeit überall. Können wir jetzt kreuzigen? Oder quasi ein Weihwasserkreuzzeichen machen? Oh, wir haben die Schlüssel. Wir können also nun Dinge öffnen. Warte mal, können wir die Tür da hinten öffnen? Mit dem Schlüssel? Oder geht die gar nicht auf? Führt zum Dach hinauf. War noch nie so hoch oben. Hoffe, das bleibt mir erspart. Da kommen wir auch nicht rein. Oder können wir das machen? Nein, ich bleibe hier unten. Große Höhen machen mir zu schaffen. Feige. So, aber die Mühle war auch noch abgeschlossen, wenn ich mich richtig erinnere. Stallungen waren einfach nur stickig und nichts sonst. Wir gehen mal zur Mühle. Jetzt, wo wir den Schlüssel haben, können wir da ja vielleicht sogar rein. Aber hier heißt das Gebäude an den Feldern, auf der Karte heißt das Mühle. So, Schlüssel, Tür. Mal gucken, was wir da finden, wenn wir reinkommen. Und wir kommen rein. Yet another secret. Oh, wir haben ein weiteres geheimes Versteck gefunden. Staubiges Tuch, nichts Besonderes. Aber irgendwas können wir damit machen. Für was? Schnitzereien. Worte in Holz geschnitzt. Ein Abschiedsgruß. Holzschnitzerei. Untersuchung. Holzschnitzerei gefunden in der alten Mühle, Januar 1136. Brüder, ich muss euch verlassen. Ich habe Gott nicht hier bei euch finden können. Auf dass der Stock des Suprios nie wieder meinen Rücken prügeln wird. Nie wieder. Vielleicht ist es mein Los, Gott in einem anderen Ort zu finden. Oder an einem Ort. Thomas, September 1134. Hier gehen also öfters wohl Leute weg, weil der Suprior Leute prügelt.
Remigius, wenn er damals schon Subprior war, was ich mal vermute. Wohl nicht mehr zu reparieren, wie viel Arbeit das zu bauen. Die lassen hier alles einfach nur kaputt gehen. Okay, Remigius ist also wohl schon länger hier am Werk mit seiner Prügelei. Nächster Anlaufpunkt wird dann wohl die Küche zu unseren besten Freunden quasi hier, dem wir am meisten vertrauen können. Das machen wir aber in der nächsten Folge auf YouTube oder gleich im Stream. Bis bald.